Hallo MX-Freunde, wir sind nach Bolda, im Hintergrund hört man es noch. Es laufen noch ein paar Sekunden vom 85er Zweitag-Simpson-Rennen. Wir haben es geschafft, das letzte Rennen nach Bolda. Andreas, wie war's? Ja, ich wollte erst mal sagen, auch nochmal hallo, wir sind in Bolda zum Abschluss. Ich denke, es war ein schöner Abschluss. Die Strecke hat uns heute viel gegeben. Früh ein bisschen schlammig, aber dann wurde es griffig und gut zu fahren. Schön war, dass der Matthias als Gastfahrer bei uns war und auch relativ gut zurechtkam mit der alten Dame. Genau. Und ich selber war auch recht zufrieden, wollte nochmal Danke sagen fürs Jahr und für alles, was wir getan haben. Das machen wir dann beim Herbstfest. Gut, dann machen wir das nochmal. Wir haben einen tollen Mechaniker heute gehabt, der gut kratzen durfte. Du durfst ja vom Tisch was aussuchen heute. Okay. Ne? Jeder darf sich vom Tisch was aussuchen, was er mag. Das ist allerdings für einen Andreas, das gebe ich gleich mal. Damit er weiß, wo er schraubt, wenn er sich seinen Kaffee holen muss. Ne? Ja, gute alte originale Yamaha-Tasse. Gute Sache. So, dann Dirk, aus Holland gekommen, heute für uns gestartet. Wie war es für dich? Ja, super Tag gewesen. Früh etwas schlammig, aber jetzt schön trocken. Ungewohnt wie immer, aber schöne Veranstaltung gewesen. Nette Leute getroffen, alles perfekt. Also es war geil, dass du für uns heute gestartet bist. Nach über 30 Jahren gesehen, haben wir schon gesagt, zweite Mal gesehen dieses Jahr und dann für uns gestartet heute. Top. Du hattest mit der Gabel vorne ein bisschen Probleme. Springen war heute für dich, aber du und Andreas haben dann sehr schöne Duelle heute gezeigt. Und jetzt kommen wir zu unserem Gastfahrer mit der 178 heute. 125er war schon eine Quälerei gegen 500er, oder? Aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich muss mich erstmal recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich so freundlich abgenommen habt. Also recht herzlichen Dank nochmal an euch alle und sowas für die Zusammenarbeit. Und es würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr eventuell nochmal ein paar Rennen bestreiten. Ja, nächstes Jahr machen wir was. Spaß muss es machen. Ich nehme mal das hier. Das ist ja das Wichtigste. Spaß. Ich muss dazu sagen, heute, wer es nicht gesehen hat, wir werden mal Bilder reinstellen. Aber es waren 3 500er davon oder 2, ich weiß es nicht genau. Ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß ja, es aber nicht. Es waren 2 500er waren vorne und dann war wirklich mit 125er, 4er, 5er Platz war es dann, oder? Gucken wir nochmal, was rauskommt, aber es sah ganz gut aus. Ne? Moment, du hast was. So, der Steffen, unser Maskottchen sozusagen zum Abschluss, der hat heute auch wieder ein bisschen durchgekämpft, die Strecke kaum gefahren dieses Jahr. Wie war es für dich ganz kurz? Ja, dieses Jahr wirklich kaum gefahren, aber ich muss sagen, dafür, dass es am Vormittag extrem nass und schlammig war, war jetzt zum zweiten Lauf die Strecke so gut, dass ich hätte wirklich noch ein bisschen fahren können. Und ich muss wirklich an Andreas ein Danke sagen und an dich, Henrik. Weil ich angeschoben habe, weil dieser endlich angesprungen ist wieder. Für das Anschieben. Für das Anschieben, genau. Für das Anschieben am Start. Nochmal danke und für definitiv das schweinegeile Jahr. So ist es. Wir können auch Maskottchen mit nach Holland geben. Die Holländer lieben sowas. Nein, nein, es war alles heute wirklich super Spaß. Ist natürlich ein bisschen traurig. Ein Fahrer fehlt, dürfen wir heute sagen, dass Sebi, wir haben gehofft, dass er heute mitfährt. Da wären wir heute mit fast voller Mannschaft angetreten, aber ist halt nicht so. Trotzdem, das Jahr ist rum. Es kommt noch praktisch unser Herbstfest am 19.10. in Triptis. Der Andreas ist mit dabei und wird die Strecke alles, denke ich mal, gut herrichten. Wir hoffen auf gutes Wetter. Also, wer Lust hat, kommt vorbei. Wir machen noch eine richtige Sause mit ein paar Überraschungen, mit ein paar Gästen. Also es wird richtig geil. Und danke euch, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.